Herzlich willkommen bei Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und heute beschäftigen wir uns mit der Cloud. Was ist die Cloud überhaupt? Was hat sie mit meinen Daten zu tun und wie sicher ist die eigentlich? Das Wort Cloud kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Wolke. Und die Frage ist halt, was hat diese Wolke eigentlich mit den Daten zu tun, die wir auf unseren Handys speichern? Das Wort Wolke ist eigentlich irreführend, denn die Daten schweben nicht einfach über uns in der Luft. Sie sind auf externen Festplatten gespeichert. Das heißt, wenn unser Handy zu voll wird, können wir die Daten von unserem Handy eben durch das Internet auf einen externen Speicher übertragen. Man muss sich das Ganze vorstellen wie ein Lagerhaus. Und in diesem Lagerhaus werden eben kleine Plätze an verschiedene Personen vergeben. Und die können dann da ihre Daten ablegen und von überall auf der Welt darauf zugreifen. Das heißt, wir können, wenn unser Speicher eben voll ist, Daten davon runternehmen und in die Cloud legen und darauf sowohl mit unserem Smartphone als auch mit unserem PC zugreifen. Wichtig ist auch zu wissen, es gibt nicht nur einen Cloud-Anbieter. Insgesamt gibt es verschiedene Cloud-Anbieter. Wir gehen heute auf vier davon ein. Zum einen auf Google Drive, auf die iCloud von Apple, OneDrive von Microsoft und auf die Dropbox. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie verschiebe ich überhaupt Daten in die Cloud? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt verschiedene Wege. Zum einen gibt es regelmäßige Speicherungen, die auch teilweise automatisch durchgeführt werden und wir können eben ein Bild auswählen und das explizit hochladen. Wenn wir ein Google-Konto haben, haben wir automatisch Zugriff auf Google Drive. Dafür können wir uns auf unserem Smartphone die Google Drive-App herunterladen. Die habe ich jetzt hier schon installiert. Wenn wir die noch nicht haben, gehen wir auf den Play Store, suchen hier nach Google Drive und können sie dann einfach herunterladen. In meinem Fall habe ich sie bereits installiert, das heißt, ich wähle den Google Drive-Button aus und habe nun hier schon bereits Bilder, die ich hochgeladen habe. Wenn ich hier unten auf das kleine Plus drücke, habe ich nun die Möglichkeit, weitere Bilder hinzuzufügen. Hier in der Mitte ist der Button Hochladen, daneben gibt es noch mehrere Möglichkeiten, die kann man sich auch gerne einmal ansehen. Wir können hier Dokumente erstellen oder Ordner. Für uns ist aber jetzt erstmal interessant das Thema Hochladen, das heißt, wir klicken hier drauf und haben nun die Möglichkeit, eben neue Bilder hinzuzufügen, die wir dann online einsehen können. Hier gehen wir jetzt wieder zurück in die Cloud. Ich möchte jetzt kein Bild hinzufügen und dann wieder zurück auf den Homescreen. Neben Google Drive haben wir auch die Möglichkeit, automatisch Bilder aus unserer Galerie zu speichern. Das funktioniert mit einem weiteren Cloud-Dienst, und zwar der Samsung Cloud. Im Grunde gibt es für jedes Handy oder für jedes Handy eines anderen Herstellers eine gewisse eigene Cloud, eine kleine, auf die wollen wir jetzt nicht alle eingehen. Das heißt, ich zeige auch nur ganz grob einmal, wie wir das Ganze ausstellen können. Wenn wir nämlich auf Einstellungen gehen, haben wir hier den Unterpunkt Konten und Sicherung. Da tippen wir drauf und haben hier jetzt die Möglichkeit, uns die Samsung Cloud anzusehen. So, und hier sehen wir nun direkt, wie viel Gigabyte wir verbraucht haben. Meine ist komplett voll. Und wir sehen hier, wie viel Gigabyte aus den verschiedenen Bereichen abgezwackt wird. Da haben wir einmal die Galerie mit unseren Bildern und wir haben andere synchronisierte Dateien. Da klicken wir einmal drauf und sehen dann hier die verschiedenen Daten, die wir übertragen können und können die hier ein- oder ausschalten. Das heißt, wenn wir gar nichts übertragen wollen, schalten wir einfach alle aus. Wenn wir alle übertragen wollen, schalten wir alle an. Und wer ein Zwischending haben möchte, der kann das ja einstellen, wie er lustig ist. Und ebenso haben wir hier die Möglichkeit, unsere Bilder eben in der Galerie hinzuzufügen und hier unten die Möglichkeit, alle Galeriedaten aus der Cloud zu löschen. Also wenn wir sagen, wir wollen das Ganze gar nicht, können wir die Daten da eben wieder komplett entfernen. Auf dem iPhone funktioniert das Ganze ähnlich. Hier haben wir zwar kein Google Drive, auch das können wir uns herunterladen und installieren. Hier haben wir aber vorinstalliert die iCloud. Dafür gehen wir in die Einstellungen und hier oben eben auf unsere Daten und haben hier die Möglichkeit, iCloud auszuwählen. Hier wird uns direkt alles angezeigt, was wir mit der iCloud synchronisieren können. Das können wir ein- und ausschalten, wie wir lustig sind. Also auch hier haben wir die freie Wahl. Und wir können auch bei Fotos nochmal einstellen, wie genau die Daten hier synchronisiert werden sollen. Neben diesen beiden Möglichkeiten gibt es noch eine dritte Art der Datenspeicherung. Und zwar sind das automatische Chat-Backups. Das heißt, es werden die Chats genommen, die wir in unserer Messenger-App haben. In meinem Fall habe ich WhatsApp. Und die werden einmal am Tag abgespeichert, damit, falls irgendwas mit unserem Handyspeicher passiert, diese Daten immer noch irgendwo sind und wir sie zur Not zurückholen können, damit die Chats nicht verloren gehen. Dafür gehen wir jetzt einmal auf WhatsApp, hier oben auf die Einstellungen. Und können dann Chats, Backup, Verlauf und Hintergrund auswählen. Und hier sehen wir dann auch direkt Chat Backup. Da tippen wir drauf und können hier nun einstellen, wo wir unser Backup speichern wollen.
Das habe ich in meinem Fall jetzt auf Google Drive gespeichert. Da wird das dann regelmäßig abgelegt. Auf dem iPhone können wir das natürlich aber auch über die iCloud machen. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass die Chats zwar während des Versendens verschlüsselt werden, das bedeutet im Grunde, dass niemand von außerhalb die Nachrichten ablesen kann, die wir anderen Menschen schicken. Wenn wir aber ein Backup ablegen, ist das meistens nicht so gut gesichert wie die Chats und liegt unverschlüsselt auf den Servern von WhatsApp oder eben Google Drive. Wir merken also, das Thema Sicherheit ist relativ hoch, gerade wenn man sich mit der Cloud beschäftigt, und obwohl sie uns so viele Vorteile bringt, gibt es auch immer wieder Kritik. Und wie die Sicherheit und gerade die Datenschutzbestimmungen bei den vier großen Herstellern, die ich zu Beginn genannt habe, sind, damit möchte ich mich im Folgenden jetzt einfach mal auseinandersetzen. Wir beginnen mit Google Drive. Google Drive hat eine sehr sichere Art der Datenübertragung und Speicherung und wir haben die Möglichkeit, eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzuführen. Das bedeutet, dass wir uns zum einen, wenn wir uns auf einem neuen Gerät anmelden, durch ein Passwort anmelden müssen und dass wir auf unserem alten Gerät eine Mitteilung bekommen, dass sich eben neu angemeldet wurde, und wir können das Ganze in dem Moment dann verhindern oder eben zulassen. Das bedeutet, jemand, der sich unbefugt zu unserem Konto Zugriff verschaffen will, kann das nicht machen, weil wir ihm eben die Freigabe dafür geben müssen. Kritik kommt jedoch häufig, weil wir nicht wissen, wo Google eigentlich unsere Daten abspeichert. Es ist wahrscheinlich, dass sie ihre Server in Amerika haben. Das bedeutet aber wiederum, dass sie sich nicht an deutsche oder europäische Datenschutzstandards halten müssen. Und es ist eben so, dass Google sein Geld dadurch verdient, dass sie personenbezogene Daten verkaufen, also für Werbezwecke oder ähnliches. Das heißt, auch hier wird es mit dem Datenschutz nicht so eng genommen. Als zweites haben wir die iCloud. Auch in der iCloud ist die Sicherheit bei der Übertragung sehr hoch. Bei der Speicherung der Daten ist es jedenfalls ein bisschen schlechter als bei Google Drive, was daran liegt, dass die Daten hier relativ schnell übermittelt werden können. Dadurch haben wir also auch einen Vorteil, weil sich große Daten eben schneller übertragen lassen als bei Google Drive. Auch Apple speichert die Daten in Amerika, wo kein deutscher oder europäischer Datenschutz besteht, sagt aber von sich aus, dass sie sich an den europäischen Standard halten. Das zu überprüfen ist jedoch nicht möglich und deswegen müssen wir da jetzt entweder darauf vertrauen oder eben sagen, wir gehen damit um, wie mit jedem anderen Anbieter eben auch. Als nächstes haben wir Dropbox. Dropbox hat erstmal überhaupt nichts mit Android oder Apple zu tun, ist also ein externer Anbieter, der ist aber relativ beliebt und die Anmeldung geht recht schnell, deshalb beschäftigen wir uns heute auch mal damit. Man kann generell sagen, dass auch hier die Übertragung und die Speicherung genauso sicher ist wie bei den anderen Anbietern auch. Wir haben sogar den Vorteil, dass wir Daten, die wir gelöscht haben, bis zu 30 Tage im Nachhinein noch wieder zurückholen können. Das heißt, haben wir aus Versehen etwas gelöscht, können wir die Daten also in 30 Tagen, nachdem wir sie gelöscht haben, immer noch zurückholen und sagen, wir wollen sie wieder auf unseren Geräten haben oder eben in unserem Online-Speicher. Auch hier ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich und zusätzlich können wir unsere Daten sogar auf deutschen Servern speichern, wenn wir das wollen. Das kostet dann einen kleinen Aufpreis, aber in dem Fall greift dann natürlich auch der deutsche Datenschutz und wir müssten uns keine Sorgen mehr darüber machen, dass die Amerikaner eben mit ihrem Datenschutz unsere Daten speichern. Als letztes haben wir Microsoft OneDrive. Und auch hier lässt sich sagen, dass die Speicherung und die Übertragung im Grunde genauso sicher sind wie bei den anderen Anbietern auch. Zusätzlich können wir auch hier die Daten 30 Tage, nachdem wir sie gelöscht haben, wieder zurückholen und haben sogar die Möglichkeit, einzelne Daten über ein Passwort zu sichern. Das heißt, wir können, nachdem sich jemand vielleicht unbefugt Zugriff verschafft hat, müsste er trotzdem noch Passwörter für die jeweiligen Daten finden. Was man jedoch sagen muss, ist, dass Microsoft die Daten, die auf ihren Servern liegen, regelmäßig überprüft, um eben illegale Dateien herauszufiltern. Das heißt, auch hier ist wieder das Thema Datenschutz relativ groß und auch hier kann man sich nicht darauf verlassen, dass unsere Daten nicht durchsucht werden. Insgesamt muss man auch einfach sagen, dass amerikanische Hersteller generell verpflichtet sind, den nationalen Sicherheitsbehörden, also der NSA, eine Hintertür offen zu halten, dass die sich regelmäßig die Daten ansehen kann, um eben zu überprüfen, ob eine Gefahr für Amerika besteht. Mit deutschen und europäischen Datenschutzstandards hat das leider überhaupt nichts zu tun und jeder sollte also für sich selber entscheiden, welche Daten er also online abspeichern möchte und sollte dabei vielleicht auf sensible Daten, gerade bei amerikanischen Anbietern, verzichten und vielleicht sogar nach einer Alternative in Deutschland oder Europa suchen. Es ist also schwierig zu sagen, dieser oder dieser Anbieter ist der sicherste oder dieser Anbieter ist der beste. Im Grunde müssen wir uns sicher sein, welche Daten wir online ablegen wollen. Das sollten, wie gesagt, keine zu empfindlichen sein. Und wir sollten uns im besten Fall direkt dadurch schützen, dass wir unser Passwort möglichst stark wählen. Das heißt, es sollten uns auf der einen Seite gut merken können, auf der anderen Seite sollten aber auch nur wir es kennen und es sollte eben nicht leicht zu knacken sein. Ich hoffe, ich konnte einige Ängste über die Cloud nehmen und ein bisschen darüber aufklären, wie wir damit umgehen können. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie in den nächsten Videos wieder mit dabei sind. In diesem Sinne einen schönen Tag noch.